Es regnet, so was Doofes. Hallo, Leute. Och, Bompel. Ich verstehe nicht, wieso der Laubbläser heute schon wieder Laub blasen muss. Und ich glaube, die Babys verstehen es auch nicht. April, April, der weiß nicht, was er will. Und ich weiß es auch nicht. Heute möchte ich das Video mit einem Kommentar starten, und zwar von Nini Polarstern. Sie schreibt: Liebe Simone, ich habe ja auch beide Kanäle abonniert und kenne den Ablauf. Mir würde einfallen, dass du es vielleicht so machen könntest, dass du wieder jeden Tag vloggen könntest und die Vlogs um 19 Uhr kommen. Zusätzlich könntest du die Themenvideos zusätzlich ohne eine Uploadzeit hochladen. Vielleicht ist das ja eine Lösung, die in Frage kommen könnte. Dann wäre es vom Rhythmus wie mit zwei Kanälen, nur dass die Videos nur auf einem Kanal hochgeladen werden. Ganz liebe Grüße, Nini. Dankeschön, liebe Nini, für deinen Kommentar und dass du dir Gedanken gemacht hast. Und das ist sogar etwas, was mir selber in den Kopf gekommen ist, ob ich es vielleicht so machen sollte. Allerdings war ja mein Problem immer, dass wenn ich thematische Videos gedreht und geschnitten habe, dass dafür so viel Zeit drauf gegangen ist, dass ich an dem Tag fast nichts mehr gevloggt habe, weil einfach ich halt nur am Schreibtisch gesessen bin. Oder ein Problem war, dass die Videos halt nur 2-3 Minuten waren, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und dann habe ich ja trotzdem die doppelte Arbeit, was ich ja nicht mehr wollte, weil auch wenn alles auf einem Kanal ist, muss ich ja trotzdem 2 Videos machen. Also ich muss einmal einen Vlog machen und muss zusätzlich noch das thematische Video machen. Und das war halt irgendwie zu viel. Emmy, was ist los? Mir ist jetzt der Gedanke gekommen, weil diese Daily Vlogs, das ist einfach meins, das habe ich irgendwie im Blut, und ich finde es irgendwie komisch, 2 Tage zusammenzulegen und dass dann ein Vlog von Montag zusammengelegt mit dem Vlog von Dienstag erst am Mittwoch ankommt. Also irgendwie fehlt mir da was. Und obwohl ich ja dachte, mit der neuen Regelung hätte ich weniger Stress und Arbeit, war es irgendwie für mich viel stressiger und viel mehr Arbeit, und ich bin irgendwie gar nicht mehr zur Ruhe gekommen, also noch schlimmer als vorher. Deswegen habe ich jetzt überlegt, was wäre es, wenn ich wieder täglich vlogge und ihr das Video vom Vortag am nächsten Tag seht. Also wieder euer Heute ist mein Gestern. Aber wenn ich die thematischen Videos in die Vlogs mit einbaue, so wie ich es ja auch mit dem Food Haul auf meinem anderen Kanal gemacht habe. Also ich habe ja immer einmal in der Woche einen Food Haul für euch gefilmt und habe dann aber trotzdem noch gevloggt. Das wird es für mich dann auch wieder einfacher machen, weil dann hat ja der Food Haul zum Beispiel hat ja schon einen bestimmten Teil vom Video, also eine bestimmte Zeit. Und dann muss ich mir nicht den Stress machen, jetzt noch, was filme ich? Heute ist gar nicht mehr so viel zu filmen, weil dann ist der Food Haul ja schon mit im Video drin. Und so könnte ich es ja auch mit dem DM Haul machen, also dass der DM Haul nicht nur ein DM Haul ist, sondern ein DM Haul Vlog. Also das heißt, ich zeige euch meinen DM Haul, wenn ich bei DM war, vlogge aber noch meinen Tag. Und das gleiche könnte ich ja auch mit der Candy Challenge machen. Also wenn ich mal Süßigkeiten teste, das ist ja nur einmal im Monat, dass ich halt dann die Süßigkeiten teste. Und glaub mir, das ist ein großer Spaß, weil ich liebe diese Videos und die mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann ist es aber nicht ein separates Video für sich, sondern ein Vlog. Oder die Food Diaries, wenn ich Sonntag bei meiner Mama bin, habe ich ja erst gedacht, ich trenne es. Also dass ich einmal den Vlog mache von dem, was wir machen, und dann aber vielleicht noch das Food Diary. Aber das Food Diary ist ja meistens nur 3 Minuten, und wäre es dann nicht schöner, wenn ich alles zusammenlege und wenn das halt so eine Einheit ist, das und das haben wir unternommen, das und das haben wir gemacht, und dann zeigt meine Mama euch das Essen, was sie gekocht hat, und erzählt vielleicht ein bisschen dazu, also quasi die 3 Minuten Food Diary, die bisher einzeln waren, einfach in dem Vlog vom Tag mit drin. Das ist mir jetzt als Idee gekommen und ich finde es gerade aktuell gut. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Ich glaube, mit der Lösung hätten wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf der einen Seite immer noch täglich die Vlogs. Ihr seid immer noch up to date, immer noch aktuell mit dabei. Was ja mir auch gefehlt hat irgendwie in den letzten Tagen, vor allem an dem Tag, an dem kein Vlog kam, nur ein DM holen und kein Vlog. Mir fehlt es einfach irgendwie. Also ich bin, glaube ich, wirklich so ein Vollblut-Vlogger. Aber mein Problem war halt echt manchmal,
wie kann ich die Vlogs füllen, wie kann ich es für euch interessant und abwechslungsreich gestalten. Und so wäre es halt für euch trotzdem abwechslungsreich, weil ihr würdet meinen Food-Haul sehen, also den habt ihr ja sowieso schon gesehen. Ihr würdet meinen DM-Haul sehen, ihr würdet sehen, was ich esse, ihr würdet meine Candy-Challenge sehen, aber trotzdem noch ein Vlog. Trotzdem noch Babys, trotzdem noch so ein bisschen, was ich an dem Tag halt noch gemacht habe. Und ich glaube, das wäre dann auch abwechslungsreich und dann wären vielleicht alle Seiten zufrieden. Und für mich wäre es vielleicht dann trotz alledem entspannter, weil dann halt trotzdem die zwei zusätzlichen Videos, die ich bisher auf den anderen Kanal hochgeladen habe, fehlen. Also der andere Kanal ist jetzt der Kanal. Das ist jetzt alles total verwirrend mit zwei Kanälen. Und ich finde es halt auch mit einem Kanal irgendwie trotzdem besser. Und wir bleiben jetzt auch hier. Simone Stark steht ja dann für alles. Also nicht nur für Vlogs, sondern eben auch für DM-Hauls, für Candy-Challenges, für Food-Hauls, für alles, was halt noch kommt. Oder ich zeige euch mein Outfit oder so. Oder auch mal meine Schminkroutine. Ich kann ja das alles in ein Video packen. Und dann, denke ich, wird es für euch interessanter, abwechslungsreicher und für mich vielleicht doch weniger Stress. Ich möchte es jetzt einfach mal so probieren. Ich meine, die nächsten Tage kommen jetzt eh nur Vlogs. Also das erste thematische Video wäre erst nächste Woche Dienstag wieder gekommen. Das wäre dann ein Food Diary gewesen. Also ihr hättet am Montag den Vlog vom Sonntag gesehen und dann hätte ich es aufgespalten und hätte euch das Food Diary am Dienstag gezeigt. Aber jetzt mache ich es einfach so, dass ihr am Montag den Vlog seht, als auch das, was wir halt an dem Tag gegessen haben und was meine Mama gekocht hat. Das ist der Plan. Was haltet ihr davon? Ich weiß, es ist schlimm gerade im Moment mit mir, aber man muss sich manchmal halt auch erst finden und muss verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich habe jetzt einfach festgestellt, dass es für mich irgendwie stressiger war, weil ich ja trotzdem jeden Tag für euch gevloggt habe. Und gut, vielleicht hätte sich es noch eingependelt, aber ich glaube, ich will es jetzt mal so probieren. Was haltet ihr davon? So, ich habe jetzt noch das Thumbnail gemacht für den Vlog heute Abend, also für euch dann den Vlog von gestern. Das war mit einem Foodhaul und Wohnung umräumen und dann waren wir abends von der Arbeit noch essen und jetzt wird es Zeit, die Babys wieder reinzuholen, weil ich muss dann jetzt, boah, es wird schon wieder dunkel. Ich muss gleich in die Arbeit und hier oben ist eine dicke Wolke. Was ist das bitte schön? Hoffentlich kommt das jetzt nicht runter, dann werde ich nämlich tropfnass. Das Beste, was passieren kann, die Lotte kommt von alleine rein. Super, der schwierigste Fall ist drin. Dann haben wir hier den Bruno, der ist auch schon von alleine reingekommen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gestern gestellt habe. Also ich habe es doch ein bisschen umgestellt. Und zwar hier vorne ist jetzt wieder einfach alles frei. Und hier habe ich hier so um die Ecke die Schüssel hingestellt. Mal schauen, wie das jetzt so funktioniert und wie mir das jetzt gefällt. So, jetzt hole ich den Rest rein. Wer fehlt noch? Der Bompi, die Emmy und die Holly. So, ihr zwei, drei. Wir gehen wieder rein. Ha? Holly genießt die Sonne. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Finde ich immer so süß, wie sie im Gänsemarsch alle reingehen. Super! Es geht heute so ein Wind, dass mir jetzt direkt ein bisschen die Ohren wehtun vom Heimfahren. Aber immerhin, ich bin trocken in die Arbeit und wieder heimgekommen. So, jetzt ist Zeit fürs Abendessen. Ich habe meinen schon aufgesetzt. Es gibt einmal Kartoffeln. Mit Zucchini, die koche ich dann später noch an. Kartoffeln dauern ja immer länger. Holly, auf was wartest du? Auf dein Abendessen? Abendessen für die Babys. Wo ist ein Bompili? Abendessen für die Babys. Bompel, falsche Ecke. Bompi, hier gibt's Abendessen. So, fehlt nur noch der Bruno. Der ist da hinten. Unter die Dusche hüpfen. Morgen ist übrigens mein Termin beim Friseur. Vor der Arbeit noch. Ich bin gespannt, was dabei raus... Überbelichtung vom Feinsten. Naja, auf jeden Fall ist morgen mein Termin beim Friseur und ich will ja Farbe und wieder schneiden lassen.
und dann mal schauen, wie es dann am Ende aussieht. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Zuschauerfrage. Die Zuschauerfrage heute kommt von Sommerliebe Forever. Sie schreibt: Hallo, ich tue mich etwas schwer mit der Veränderung. Ich mochte immer deine Vlogs am liebsten und habe nur wenige Themenvideos geguckt. Aber so ist das halt. Veränderung muss sein. Dies ist übrigens das erste Video, das ich seit der Umstellung gucke. Der alte Ablauf war eben meins. So, jetzt zur Frage. Ich esse lieber süß, habe aber keine besondere Süßigkeit. Frage: Hat jemand schon mal einen Daumen runter gegeben? Ich habe es vor Jahren mal gemacht, nicht bei dir, mit ganz vielen Ausrufezeichen, aber da wurde einem die Werbung noch so blöd untergejubelt, dass ich mich veräppelt fühlte. Liebe Grüße. Dankeschön für deinen Kommentar und ich habe dir ja schon geantwortet. Und vielleicht ist die Lösung, die ich jetzt in diesem Video mir ausgedacht habe, eher was für dich. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder täglich mit dabei bist. Und jetzt an euch die Frage: Habt ihr schon mal einen Daumen nach unten gegeben? Und vielleicht auch, wenn ja, warum? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr neue Zuschauerfragen habt, dann auch unten ab damit in die Kommentare. Und natürlich bin ich sehr gespannt, wie ihr meine neue Lösung findet. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.